Gerade dann, als es an der Tür klingelte und Mrs. David aufstand, um zu antworten, kam das Personal für die Nacht nach Hause. Ein paar Sekunden später schrie Mrs. Davids, Mr. Whites, sah mich an und sagte, bleib hier, bevor er zu Mrs. Davids ging. Der Nachrichtenreporter sprach weiter. Wir haben gerade ein Bild von dem Gefangenen bekommen, der geflohen ist. Meine Augen weiteten sich vor Entsetzen, als ich das Bild sah. Es war der Zwillingsbruder von Mr. White. William. Hi, mein Name ist Brittany. Nachdem du geliked und abonniert hast und auf die Glocke getippt hast, klick doch auf den Link, um das vorherige Video zu sehen, falls du es noch nicht gesehen hast. Glaub mir, du wirst definitiv wissen wollen, wie wir in diese missliche Lage geraten sind. Mein Herz setzte einen Schlag aus. Ich rannte los. Ich rannte zur Hintertür, um zu verhindern, dass mich derjenige sah, der an der Vordertür stand. Ich versteckte mich bei den ersten Büschen, die ich sah, die direkt unter meinem Schlafzimmer waren. Ich unterdrückte einen Schrei, als ich hörte, wie jemand in meinen Sachen herumwühlte. Ich hatte zu viel Angst nachzusehen, wer es war. Vielleicht war es Mr. Whites Bruder William oder seine verrückte Frau Sophia, die vielleicht geflohen war. Ich beobachtete entsetzt, wie Mrs. Davids und Mr. White in einen dunkelblauen Lieferwagen gezwungen wurden. Von meinem Versteck aus konnte ich das Nummernschild nicht sehen. Ein paar Minuten, nachdem der Van weggefahren war, wartete ich, um sicherzustellen, dass die Luft rein war, bevor ich herauskam. Ich rannte hinein und rief die Polizei und ich wählte Janes Nummer, denn ich wusste nicht, wen ich sonst anrufen sollte. Mr. White und Mrs. Davids waren die einzige Familie, die ich hatte. Jane, Jane! Jemand hat sie entführt. Jemand hat Mr. White und Mrs. Davids entführt, sagte ich. Wovon redest du, Brittany? Beruhige dich und sag mir, was passiert ist. Nachdem ich ihr erzählt hatte, was passiert war, sagte Jane mir, dass sie auf dem Weg sei. Ich wartete nervös und als die Polizei kam, befragte sie mich zu allem. Haben Sie irgendwo eine Bleibe für die Nacht? Fragte der Beamte. Gerade als ich antworten wollte, kam Jane. Ich bin die Köchin von Mr. White. Brittany wird bei mir und meiner Familie bleiben, bis Mr. White und Mrs. Davids gefunden sind. Der Beamte nickte und sie verließen das Haus. Jane wartete, während ich eine Tasche packte und abschloss. Ehrlich gesagt dachte ich, ich hätte den Punkt in meinem Leben erreicht, an dem ich endlich happy sein sollte. Aber ich war es nicht. Tränen trafen mir in die Augen. Das Letzte, was ich aus diesem Zimmer mitnahm, war ein Anhänger, den mir meine Mutter überließ, als ich ein Baby war. Ich bewahrte ihn sicher in einer Schachtel hinten in meiner Schublade auf. Ich hatte ihn seit Jahren nicht mehr getragen, weil ich Angst hatte, ihn zu verlieren. Ich legte es mir um den Hals. Vielleicht... Nur vielleicht würde es mir etwas Glück bringen. Als wir in Janes Haus ankamen, war es schon spät und alle schliefen bereits. Ich schlief in Janes Zimmer auf ihrem Bett, während sie auf dem Feldbett in der Ecke schlief. Sie versicherte mir, dass es in Ordnung sein würde. Ich hatte einen unruhigen Schlaf. Mrs. Davids, nein, schrie ich und Tränen liefen mir übers Gesicht. Brittany, Brittany, wach auf, es ist nur ein Traum, es ist okay, sprach Jane und rüttelte mich wach. Meine Augen schossen auf und ich huschte durch den Raum. Es ist okay, ich bin hier, sagte Jane, während sie mich fest umarmte. Ich bin gekommen, um dir zu sagen, dass es Frühstück gibt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich etwas essen kann. Komm schon, versuch es wenigstens. Du musst Energie bekommen. Ich steckte meinen Anhänger in mein Oberteil und ging mit Jane in die Küche. Am Küchentisch saß eine ältere Dame und ein Gehstock. Brittany, das ist meine Mutter, Mrs. Hazel. Ma, das ist Brittany, die Freundin, von der ich dir erzählt habe. Ich streckte meine Hand aus und Mrs. Hazel schüttelte sie. Sie schaute mich seltsam an, bevor sie sie losließ, sagte aber nichts. Ma erlitt vor 3 Jahren einen Schlaganfall. Daraufhin habe ich angefangen, Vollzeit für Mr. White zu arbeiten. Ich wünschte, ich wäre mit Mrs. Davids gegangen, rief ich. Mrs. Hazel drückte sanft meine Hand. Es wird schon gut gehen. Ich nickte und zwang mich zu einem Lächeln. Jane, wir müssen uns einen Plan ausdenken, um Mrs. Davids und Mr. White zu retten. Ich weiß, aber wir wissen nicht, wo sie sind. Wir haben hier absolut nichts, womit wir arbeiten können. Während wir über mögliche Wege diskutierten, Mr. White und Mrs. Davids zu finden, klingelte es. Ich fragte mich, wer das sein könnte, sagte Jane und ging zur Tür. Jane kam mit einem Paket zurück. Es war niemand da, nur dieses Paket. Meinst du etwa, Mr. White und Mrs. Davids haben damit was zu tun? Fragte ich. Ich hoffe es, sagte Jane und öffnete das Paket. Aber wenn es das ist, dann wissen sie, dass ich hier bin und ihre Familie könnte in Gefahr sein. Wenn sie uns etwas antun wollen, hätten sie das getan, anstatt uns dieses Paket zu hinterlassen. Uns wird nichts passieren. In diesem Paket befand sich eine CD. Jane nahm die CD, ging zum Computer und legte sie ein. Das Video sprang an und Mrs. Davids und Mr. White waren beide an Stühle gefesselt, geknebelt und mit verbundenen Augen saßen sie da und es stand William neben ihnen. Aber hallo, Brittany. Ich hoffe, dass dich diese Nachricht gut gelaunt erreicht. Wie du hier sehen kannst, habe ich deine geliebte Mrs. Davids und bin bereit, sie gehen zu lassen, weil sie nicht die Person ist, die ich will. Ich will die Person, die in mein Leben kam und mir alles wegnahm.
Du hast alles ruiniert. Aber jetzt hast du die Chance, es wieder gut zu machen. Wenn du mir ausgeliefert wirst, werde ich Mrs. Davids freilassen. Wir treffen uns bei dem verlassenen Lagerhaus in der Old St. Joseph's Road. Wenn auch nur eine Polizeisirene da ist oder ich einen Polizisten sehe, wirst du Mrs. Davids nie wiedersehen. Das Video wurde abgeschaltet. Jane und ich saßen ein paar Augenblicke schweigend da. Ich glaube nicht, dass du gehen solltest, sagte Jane. Ich muss gehen. Wir wissen nicht, ob er sie im Lagerhaus oder an einem anderen Ort aufbewahrt. Wenn ich gehe, hat er gesagt, würde er Mrs. Davids freilassen. Ich denke, wir sollten die Polizei anrufen. Wenn es Mrs. Hazel wäre, würdest du zu Hause bleiben? Wenn es das ist, was ich tun muss, um meine Mutter zu retten, dann werde ich es tun. Ich verstehe, was du sagst, aber es ist gefährlich. Ich muss ihn nicht ausschalten. Ich will nur, dass er meine Mutter befreit. Das ist alles, was ich zu tun habe. Ich ging weg und ging in das Schlafzimmer. Ich brauchte Zeit zum Nachdenken. Ich nahm meinen Anhänger heraus und spielte mit ihm rum. Ein Klopfen an der Tür unterbrach meine Gedanken und die Tür wurde geöffnet. Hör zu, Jane, ich weiß, dass du es nicht gut heißt, aber mein Gesicht wurde rot, als ich merkte, dass es nicht Jane, sondern Mrs. Hazel war. Es tut mir so leid, ich dachte, es wäre Jane. Sie lächelte mich an und setzte sich neben mich aufs Bett. Sie betrachtete den Anhänger und schaute dann zu mir. Darf ich ihn sehen? Ich nahm ihn ab und reichte ihn ihr. Ich beobachtete, wie sie ihn öffnete und ihr Tränen übers Gesicht liefen. Wie bist du zu diesem Anhänger gekommen? Ich erzählte ihr meine Geschichte, während sie den Anhänger an ihr Herz hielt. Als ich fertig war, stand sie mit dem Anhänger vom Bett auf und ging aus dem Zimmer. Ich folgte ihr. Jane sah uns an, als wir an ihr vorbeigingen. Ma, was ist hier los? Wir folgten Mrs. Hazel in ihr Schlafzimmer. Sie öffnete die oberste Schublade, nahm ein Bild heraus und reichte es mir mit dem Anhänger. Das Bild, was sie mir gab, war identisch mit dem des Anhängers. Was? Woher hast du das? Murmelte ich. Mein Mann ist gestorben, als ich mit dir schwanger war. Das war der alleinige Ernährer und unser Lebensunterhalt verschlechterte sich schnell. Als du geboren wurdest, hatte ich nicht genug Geld, um für dich und deine Schwester zu sorgen. Ich setzte dich im Diner ab und betete, dass ich dich eines Tages wiederfinden würde. Ich schämte mich so viele Jahre dafür, dass ich es vor allen verheimlicht hatte, besonders vor dir, Jane. Nachdem ich bei Mr. White angestellt war, habe ich versucht, nach dir zu sehen, aber ich konnte dich nicht finden. Ich ging zurück zum Diner, aber ich war zu spät. Das Diner wurde in ein Juweliergeschäft umgewandelt. Jane tröstete Mrs. Hazel und ging aus dem Zimmer, geschockt von den Neuigkeiten, die wir gerade gehört hatten. Ich fühlte mich zerrissen. Mrs. Hazel war meine Mutter. Ich hatte eine Mutter gefunden, aber ich war im Begriff, eine andere zu verlieren. Ich saß in der Küche, als Jane kam. »Hey, Schwesterchen«, lächelte sie und umarmte mich. »Ich weiß, es ist jetzt viel zu verkraften, aber gemeinsam werden wir das schon durchstehen. Wie geht es, Mrs. Hazel, oder sollte ich sagen, Mom?« Es geht ihr gut, sie ist etwas überwältigt, aber sie wird es schaffen. Konzentrieren wir uns darauf, Mrs. Davids und Mr. White zurückzubringen. Ich habe beschlossen, dass ich mit dir gehe, wenn du gehst. Jane hob die Hand, damit ich sie nicht unterbrechen würde. Bevor du protestierst, hör mir zu. Ich werde dir zum Lagerhaus folgen, mich hineinschleichen und Mr. White und Mrs. Davids herausholen. Ich kann dich nicht alleine gehen lassen. Also entweder komme ich als dein Schatten mit oder wir bleiben beide zu Hause. Wir warteten bis zum Schutz der Nacht, um unser Plan auszuführen. Ich schaute mich nervös um, als ich den Parkplatz des Lagerhauses betrat. Als ich die Tür erreichte, stieß ich sie auf. Fast sofort wurden meine Hände gefesselt. Es ist nett, dass sie sich uns anschließen. Ich zeige dir dein Quartier, lächelte William unheimlich. Ich wurde in den Raum geworfen. Ich lehnte mich an den Kopf an die Tür und fühlte mich niedergeschlagen. Brittany? Ich drehte mich um. Es war Mrs. Davids. Sie löste schnell die Fesseln an meinen Händen. »Mom, geht es dir gut?« Ich umarmte sie ganz fest. »Mir geht es gut, aber was machst du denn hier?« Ich erzählte ihr von dem Paket, das zu Jane geschickt wurde. »Wo ist Mr. White?« fragte ich. »Ich bin mir nicht sicher, ob er in diesem Gebäude ist.« Ich wollte Mrs. Davids nicht von unserem Plan erzählen, für den Fall, dass das Zimmer verkabelt war. Ich fragte mich, wie lange es dauern würde, bis Jane uns retten würde. Etwa eine Stunde verging und ich machte mir Sorgen um Jane. Vielleicht hatte William sie gefunden und sie in ein anderes Zimmer geworfen. Hatte sie gekniffen und beschlossen, dass es sich nicht lohnt? In diesem Moment hörte ich, wie sich die Tür öffnete. Meine Augen leuchteten vor Hoffnung, aber es war William. Er schob zwei Tabletten in den Raum. »Esst auf!« Es ist die letzte Mahlzeit. Er schloss die Tür hinter sich. Ich rannte zur Tür und hämmerte mit den Fäusten dagegen. Du hast gesagt, du würdest Mrs. Davids gehen lassen. Weder Mrs. Davids noch ich aßen von dem Essen, das hereingebracht wurde. Meine Gedanken schweiften zu Jane. Sie war unsere einzige Hoffnung. Riechst du das auch? Fragte Mrs. Davids und schnupperte angestrengt an der Luft. Ich schnupperte auch. Rauch!
Mr. White war verrückt geworden. Er hat das Lagerhaus in Brand gesteckt. Rauch rieselte unter der Tür ins Zimmer. Nimm schnell das Laken von dem Bett und schieb es unter die Tür. Ich schnappte mir das Laken und tat, was mir gesagt wurde. Ich war mir nicht sicher, wie viel Zeit uns das geben würde, aber hoffentlich genug, um gerettet zu werden. Hilfe! Jemand muss uns helfen! Schrien Mrs. Davids und ich. Als sich der Raum mit Rauch füllte, blieben Mrs. Davids und ich dicht am Boden. Wir begannen unkontrolliert zu husten. Ich hielt mich an Mrs. Davids fest. Wir drehten uns geduldig zur Tür, als wir hörten, wie sie sich öffnete. Es waren Jane und Mr. White. Sie halfen uns aus dem brennenden Gebäude und wir schnappten alle nach der frischen Luft. Wo ist William? Fragte ich. Jane suchte die Gegend ab, während wir vom Gebäude weggingen. Wir blieben in sicherer Entfernung stehen und beruhigten uns. Auf der anderen Straßenseite des Parkplatzes war ein blauer Lieferwagen geparkt. Er ist nicht mehr da, aber keine Sorge, ich habe das Nummernschild notiert, nur für den Fall. Ich hörte Sirenen, die in unsere Richtung fuhren und sah Jane an. Hast du wirklich geglaubt, ich lasse uns ohne Rückendeckung hierher kommen? Mom und ich haben dich gerade gefunden, Schwesterherz. Wir lassen dich nicht gehen. Schwesterherz? Mr. White sah uns an. Wir nickten. Wir werden dir die Geschichte bald erzählen. Glaub mir, du wirst sie lieben, lächelte ich. Bald füllte sich der Parkplatz mit Krankenwagen, Polizeiautos und Feuerwehrautos. Wir wurden untersucht und die Beamten nahmen so viele Informationen auf, wie sie konnten. Jane gab ihnen ihre Nummer und bat sie, sie anzurufen, wenn es Neuigkeiten über William gab. Mrs. Davids und Mr. White verbrachten die nächsten Tage im Krankenhaus. Ein paar Stunden später, als wir im Zimmer von Mrs. Davids saßen, erhielt Jane einen Anruf. Der Beamte erzählte ihr, dass William versuchte, der Polizei zu entkommen, aber er verlor die Kontrolle über den Van und dieser prallte gegen einen Lichtmast. Er starb beim Aufprall. Ich war schockiert, aber ein kleiner Teil von mir war erleichtert. Die nächsten Tage verbrachte ich damit, meine neue Familie kennenzulernen. Sobald Mrs. Davids und Mr. White auch aus dem Krankenhaus entlassen wurden, lud Jane sie nach Hause ein und wir erzählten ihnen alles. Die ganze Erfahrung war ein Zwinkern Gottes, sagte Mrs. Davids. Was ist ein Gotteszwinkern? Fragte ich mit einer hochgezogenen Augenbraue. Nun, in diesem Fall ist ein Gottzwinkern ein Ereignis, das oft als Zufall identifiziert wird. Aber so erstaunlich, dass es als Zeichen göttlichen Eingreifens gesehen wird. Hätte ich den Anruf des Arztes nicht bekommen, hätte ich nie nach einer Familie gesucht. Wenn ich nicht nach einer Familie gesucht hätte, hättest du nie Jane und ihre Mutter kennengelernt, deine echte Mutter. Sogar mein Bruder hatte eine Rolle dabei zu spielen. Wenn er und Sophia dich nicht adoptiert hätten, wärst du vielleicht in einer anderen Familie gelandet, sagte Mr. White. Ein Gotteszwinkern. Wer will Kuchen? Fragte Jane, als sie mit einem Schokoladenkuchen herauskam. Wir! Ein Kapitel in meinem Leben ist abgeschlossen. In diesem Fall hat sich alles zum Besten gewendet. Jetzt habe ich zwei tolle Mütter, einen Vater und eine Schwester. Ich habe endlich ein Happy End.